Ja, mein Name ist Hugo Oelkemann. Ich bin wie viele Jugendliche mit der Fragestellung Kriegsdienstverweigerung oder Bundeswehr konfrontiert worden. Das war allerdings schon vor einigen Jahren, 1969 etwa. Habe dann seit 1972 mit den Ostverträgen diese Frage Krieg und Frieden auch im direkten politischen Kontext miterlebt und bin seitdem in der Friedensbewegung tätig. Mein Name ist Rosemarie Brombach. Ich arbeite seit 2017 in der Friedenskooperative mit und war vorher auch schon lange Zeit in der Friedensbewegung aktiv. Die Friedenskooperative Münster hat sich gegründet mit dem Schwerpunkt, die Interventionskriege, den Militarismus nach außen zu bekämpfen und den Militarismus nach innen, sprich die Militarisierung dieser Gesellschaft, zu bekämpfen. Der Begriff Frieden ist ja sehr bunt schillernd und lässt alles zu. Einer der Punkte ist der, dass natürlich auch die Bundeswehr sogar sagt, sie wäre für den Frieden. Für uns ist aber, dass ein Antimilitarismus und ein Antikriegsgrundsatz und das heißt, dass einer der Wesensmerkmale der Friedenskooperative der Einsatz gegen Interventionskriege ist und gegen Militarisierung im Inneren. Krieg ist keine Lösung und Krieg beginnt hier. Das ist unsere Überschrift. Ich denke, es ist immer wichtig, für Frieden zu sein, in allen Zeiten, denn Kriege sind ja das Schrecklichste, was man sich überhaupt vorstellen kann für das, was Menschen erleiden und erdulden müssen. Ich finde aber gerade heute ist das besonders wichtig. Wir haben die Welt überzogen mit Kriegsschauplätzen und in vielen dieser Kriegsschauplätze treffen auch die Großmächte aufeinander. Und in jedem steckt die Gefahr, dass aus einem begrenzten Schauplatz ein Weltenbrand entstehen kann. Dies sehe ich besonders, weil die USA und die NATO auch zündeln, was Russland und China betrifft, mit den Manövern, die jetzt auch jedes Jahr stattfinden sollen vor Russlands Grenzen und vor den Küsten Chinas. Die USA drohen auch damit, Atombomben begrenzt wieder einzusetzen. Das alleine finde ich schon einen Gedanken, der für mich kaum auszuhalten ist. Gleichzeitig muss ich noch sehen, wenn man eine Atombombe einsetzt und meint, man kann sie regional begrenzen, weiß man trotzdem nicht, was für eine Kettenreaktion danach daraus entsteht. Die Ostermärsche spielen da eine ganz wichtige Rolle. Die Ostermärsche haben ja eine lange und wichtige Tradition seit Ende der 50er Jahre gegen den Atomtod, aber auch gegen Kriege insgesamt. Was die Ostermärsche vor allem auszeichnet, ist die Bündnisbreite, dass ganz viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Weltanschauungen, Gruppenzugehörigkeiten und so weiter zusammenkommen, sich vereinen in diesem einen Ziel. Deshalb ist es für uns ganz wichtig, diese Ostermärsche hier auch in Münster zu organisieren. Und wir wünschen uns noch sehr viel mehr junge Menschen dabei, die dann auch die Möglichkeit nutzen sollten oder könnten, die Ostermärsche auch nach ihrem Geschmack zu gestalten. Militarisierung von Schule und Bildung ist einer der ganz dramatischen gesellschaftlichen Veränderungen, die sich im Augenblick abzeichnet. Die Bundeswehr hat Akzeptanzschwierigkeiten und versucht an der Stelle genau da einzugreifen und sich da aufzustellen. Für uns ist das einer der
elementaren Punkte, wo auch diese Verfassung, dieses Verfassungsgebot mit der Friedenserziehung durchbrochen wird und die Militarisierung des Bildungswesens für uns ein Undingen ist. Die Stadt Danzig war zu der Zeit im Faschismus, also 1934 war das, ja noch eine freie Stadt, in der allerdings Nazis regierten. Diese Nazis wollten gerne den Anschluss an das Deutsche Reich, also sie wollten heim ins Deutsche Reich. Und sie regten dann auch an, dass in den deutschen Städten Straßennamen daraufhin benannt wurden, also mit dem Namen Danziger Freiheit. Das ist hier in Münster auch passiert und auch noch in vielen anderen Städten. In anderen Städten ist es so, dass nach dem Krieg diese Namen geändert worden sind. Bei uns gibt es diesen Namen noch immer. Zigmal fährt der Bus, ich glaube es ist die Linie 2, mit diesem Namen durch die Stadt, sodass man sagen kann, die Stadt hat sich hier eigentlich von einem faschistischen Erbe nicht befreit. Die Kriegerdenkmäler in Münster sind Ausdruck des Denkens in der Form, dass hier Krieg verherrlicht wird, dass Krieg als Lösung angeboten wird und dass diese Verherrlichung und dieser Versuch, Krieg als Lösungsmoment für politische Auseinandersetzungen zu sehen, nicht von vornherein verurteilt wird, ist einer der Punkte, weshalb wir für die Entfernung bzw. Umgestaltung der Kriegerdenkmäler in Münster sind. Meine persönliche Vision wäre die, zu sagen, die Skulpturenausstellung 2027, ein kulturpolitisches internationales Highlight, sollte die Umgestaltung der Kriegerdenkmäler mit in den Mittelpunkt stellen. Wir haben aufgrund der Corona-Epidemie die Schwierigkeit, dass wir wie viele andere Organisationen oder alle anderen Organisationen keine festen Treff haben, keine festen Anlaufpunkte haben. Und man kann uns deshalb an Aktionen erleben und daran teilnehmen. Die nächsten Aktionen wären Fahrradtouren zu den Kriegerdenkmälern und andere Aktivitäten der Friedensbewegung.